Jetzt fühle ich mich aber beobachtet, wenn die alle so gucken. So, wir kommen jetzt zu Tag 3. Theoretisch ist ein bisschen komisch. Wir sitzen jetzt eigentlich zu Hause beim Hannes zusammen und hier schneide ich gerade noch Video. Da hat vorhin noch exportiert. Hier sieht's aus, sieht gut aus, oder? Da ist wohl sein Heiligenschein vergraben. Und wir wollen jetzt abends noch ein bisschen Wrestling gucken und noch ein bisschen Biertests machen. Aber das schneiden wir einfach nur bam, 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 dass ihr denkt, was für Säufer. Und dann wollen wir eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt, ne, mitten im Januar so, haben da noch ein bisschen was vor. Vlogging-mäßig geht's weiter. Und das erste Bier, was wir jetzt hier haben, was wir mal testen wollen, ist dieses hier mit dieser Hirschkuh drauf. Seht ihr das, wie es krölt, ne? Das heißt, Jelen Svetlopivo 1756. Und das wird jetzt aufgeschissen. Sieht man den wahren Meister. So, da drüben läuft nämlich jetzt AEW, ne? AEW, sprecht's mal nach. Das ist AEW, man erkennt eh nichts. Hier lädt's schon wieder. Und hier haben wir jetzt hier ein, das ist ein Paulaner München, Original. Münchner Hellbier, ja? So. Und hier, bevor ich es vergesse, die dritte Dose von dem gelben Dosenbier, weil der ist, wo immer gelbes Dosenbier trinkt, wenn der hier ist. Und da steht nämlich Tradizie Cavilitete und das ist hier ein Osuisko. Das ist irgendein tschechisches Lagerbier. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, ne? Ja. Hallo, Iswo. Wink mal. Oh, dieser Huhn. Ja, nicht übertreiben. So, wir sitzen jetzt hier und haben voll den Plan. Fuchse. Wir wollen nämlich heute Fuchse. Zum Marienplatz, weil eigentlich bei uns ist heute der Samstag. Wir wollen zum Marienplatz und wollen da den Community Day spielen. Den werde ich vom Handy live streamen, oha. Und wir werden unsere Weihnachtsmann-Kostüme mitnehmen, die man jetzt nicht sieht, weil wir ein bisschen was drehen wollen. Da werde ich vielleicht hier ein bisschen was reinschneiden. Soll eigentlich für ein Musikvideo sein, aber man kann ja damit auch einkaufen, in der U-Bahn rumhängen, Süßigkeiten verteilen an fremde Leute in der Coronaszeit, beste Leben. Ihr wisst ja nicht, wann das gedreht wurde, ne? Das war noch das 2007 gewesen, vor Coronas. Und deswegen kann man das machen. Aber jetzt kurz. Fuchse! Na, der Hannes freut sich schon wie ein Schnitzel. Ja. Und der Isbo hat ein paar Gramm zugelegt. Zeig mal deinen Bauch. Das ist mal dein. Guckt euch das mal an. Hey, guckt ihr den Bauch an. Richtig genial, oder? Ein Stammball auf die Dicken noch. Ne? Ja, aber Fryer Stammball. Ich gleich hier vorgehen, ja, losgehen. Aber das mein heißt, dein Bauch habe ich schon. Der ist, sieht aus wie meiner. Auf die Dicken. Bei mir ist alles Kunst, nicht Kunst. Ach man. So, wir sind jetzt hier draußen in München, in der freien Natur. Ja. Da ist der Isso. Guck dir den an. Da ist er schon, Renaud. Ich bin der Krampus. Da ist der Krampus. Guck hier, da ist der Krampus. Auf Riley. Was hat der Weihnachtsmann in seinem Sack? Das zeigen wir euch mal hier. Auf dem Fahrrad, ne? Da hat er nämlich für die Jungs ganz klassisch hier ein Bier dabei. Oh, danke schön, Herr Weihnachtsmann. Danke. Hier, der andere Dicke kriegt auch ein Bier, ne? Und weil der Weihnachtsmann so gesellig ist, da hat er auch ein Bier dabei. Da ist das Bier auch schon auf. Ja, da gucken wir gleich mal hier, wie der Spaten in die Erde gräbt. So, und hier, ja, das war's. Zimmel die Batsch. Ja, Freude. Ah, mein Bart hat immer. So, dann frohe Weihnachten an euch gewünscht. Ne? Ja, die Leute haben schon geguckt, was da los ist. Und wir gehen jetzt los in die Stadt und befragen die Leute,
zur Umweltkatastrophe, genau. Nein, wir verteilen jetzt Süßigkeiten und müssen auch den C-Day heute spielen. Das ist wichtig. Prost! 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 Du musst erst durch den Bart trinken, sonst hast du für später noch was. Moin, moin! Prost, Prost, Freunde! Haut rein hier! Gibt Stoffe! Geil, 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 Alter. Erstmal Auffahr, Unfall, egal. Der Weihnachtsmann macht's. Der Weihnachtsmann macht's. Oh, oh, oh. Also, kleines Feedback an der Stelle. Ein Auto hat angehalten und hat gefragt, ob sie mal ein Foto machen dürfen. Wir haben ein Foto gemacht und dann hat uns der Bus wollte uns nicht mitnehmen, weil wir keine Maske tragen. Das ist sehr vorbildlich vom Busfahrer, das finde ich sehr gut. Aber wir wollen ja eh erstmal einkaufen. Der Sack muss draußen bleiben. Sau, da ist nämlich Süßes drin, sonst heißt das, es ist geklaut. Da ist er, der kleine Freund. Jetzt haben wir kurz unser Bierchen abgegeben und werden wir neues Bier besorgen. Dafür steht der Ismo mit seinem Namen. So, weil der Weihnachtsmann natürlich viel unterwegs ist und auf Reisen, muss er auch gut speisen. Und deswegen haben wir uns jetzt hier helles Vollbier geholt. 3 Stück. Hier die Dose, die dem Ismo gar nicht geschmeckt hat, einfach nur um den Ismo zu ärgern. Und hier gibt es noch das Lagerbier, was es zur Begrüßung gab vom Hannes, das ist der Hannes. So. Grüßt euch. Weil der Hannes, der kann es. Ja, Freile. Ihm an die Nase. Schaut mal da, wir haben ein Rentier gefunden. Guckt mal da, dieses Rentier. Hallo, Monsieur Rentier. Sie sind aber ein schönes Rentier. Wollen Sie den Schlitten führen? Ja, ja, dann geht's gleich ab zum Schlitten. Ho, ho, ho. Der Rentier ist total erregt, wie ich das sehe. Den können wir mit Schnee bewerfen. Schauen Sie sich das an, wie wir das Rentier mit Schnee bewerfen. In die Schnauze, Junge! Du bist so genial. Tschüss, Mr. Rentier. Wir wollen doch mal Hallo sagen, weil Sie so nett sind. So, der Weihnachtsmann wird auch fein säuberlich seine Konservendose entwerten. Lass den Mülleimer stehen. Hier, guck mal. Was macht der denn für Moves hier? Regi ein. Ach, Regi, Stil. Sauber. Sauber. Aber der Ramses, der macht immer den Trick. Der macht erstmal so und dann zitschelt er die zusammen mit den Handballen. Ne? Seid ihr auch Handballer? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Scheiße, Alter. Das ist alles, was wir heute rausholen können. Hier, guck. Zack, weg ist er. Ach, der Hannes, jetzt schlägt er wieder in die Fresse. Guck, batsch! Und wieder eins ausschlagen. Hilfe! Ach, leck mich doch am Arsch, ne? Ich glaube, der Hannes muss ins Krankenhaus. Der hat sich gerade am Ismo. Der hat sich gerade am Ismo verletzt. Guck dir das an. Ab 18. Hannes, du bist so total verrückt hier. Wach mal, werd mal wach hier wieder. Du musst bei uns sein. Hannes, sei bei uns. Ja, warte. Was machst du? Jetzt filmen. Der filmt nur, wie sie fotografiert. Aber mich nicht. Bist du verrückt? Nur das Handy ist da. Das ist nur fürs Video. Nur fürs Video. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Dankeschön. Ho, ho, ho. Das war das. Jawohl. Schöne Weihnachten. Wehe, setzt du das öffentlich, da knallt. Er nicht, aber er. Scheiße, der Sack. So, wir sitzen jetzt hier im Bus. Wie unterschiedlich doch die Leute sind, ne? Das ist der Ismo, das ist der Ramses, das ist der Hannes. Wir haben auch eben eine Frau gefunden, die hat echt Süßes aus meinem Sack rausgenommen, ne? Richtig brutal. Der Ismo spricht 3 Leute an. Nein, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Der Ramses spricht 1 Frau an. Ja, geben Sie mir Ihren Sack mit Süßen. So ist es. Das zeigen wir aber auch noch. Schauen Sie mal, was Sie doch Nettes finden. Ja.
ziehen sie einfach einmal was raus. Oh, ich bin ja ein Fan von so ein kleines Gummibärchen, okay. Das behalte ich. Ja, die liebe ich. Vielleicht mal hier reinhalten kurz. Einfach zack, Trolli-Wurmel. Jawohl. Ja, vielen Dank. Perfekt. So, der Iswo hat es geschafft. Der hat auch seinen ersten Punkt gemacht. Ne? Da hat er einfach in der Bahn die Leute angesprochen. Hier, nehmt's alles mit. Sie abgelaufen, könnt ihr essen. Ne? Tschüss, ciao. Ja, genau. In dem Bund, in dem würde der Erwin sagen. Ja? Seid ihr dabei? Ja. Wir drehen für ein Video, deswegen. Das freut uns. Ja? Das ist cool. Oh mein Gott, ich hab Ohren. Könnt ihr gratis behalten, ne? Oh mein Gott, schön. Ja? Danke. Das ist nice. Jawohl. Gerne, gerne, gerne. Danke. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Ja, Mann. Es ist Januar. So, wir sind jetzt am Marienplatz angekommen und der Iswo ist total drauf. Guckt ihr den an. Habt ihr sowas schon gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und der Hannes, der hat sich gerade eine Butterbrezel gekauft. Das habe ich noch nie gesehen in meinem Lamm. Ne? Das ist das Lamm, das ist das Brezel und das ist der Butter. Taubsi! Alter Schweizer, habt ihr das gesehen? Einfach eingreifen, jawohl! Schöne Weihnachten! Wir suchen einfach nur Leute, die halt da in den Sack reißen. Einfach mal gucken. Ja, jetzt schon. Könnt ihr ein Bild von uns machen? Ja, natürlich. Was? Ja, klar. Ja, klar. Hier, yeah, der next Trick! Warte mal! Hey, komm, ihr seid halt! Ich muss aber. Mach erstmal das eine fertig. Ja, ja, genau. Ja. Mach gleich. Ja, gerne. Ho, ho, ho. Wo die alle reingehen. Schöne Weihnachten! Wie heißt die auf YouTube? Ja, wie heißt die auf YouTube? Können wir gleich das ist der Iswo, IZZWO. Ja, habt ihr ich bin Ramses, der Dicke. Der macht auch Pokémon Go Videos, wenn er. Kann ich vielleicht noch mein Spotify noch pushen? Kann ich mein Spotify noch pushen? Also, H2E, ausgesprochen Walle. Aber danke fürs Geschenk. Ja, wir finden von immer Leute. Das ist echt cool hier, wenn wir bei München sind. Wir fahren einmal im Jahr, fahren wir hierher zu ihm. Das ist bombastisch hier. Der lernst immer nicht den Leute kennen. Ja. Das ist extra für ein Musikvideo, dass wir mal Leute filmen, wie die mal da reingreifen. Kannst du behalten, kannst auch wieder reinwerfen, wie du möchtest. Einfach nur, dass wir mal so Leute haben. Ja klar, nimm dir was. Genau, einfach rein damit und dann. Sau stark. Ciao. Ciao. Der ist korrekt, der lässt noch was für die anderen da. Ja, logisch. So muss es sein. Was denn noch? Danke. Was süß ist, ne? Mal was ist das? Für Weihnachten. Ja. So, Oh, yes! Oh, danke! Ja, danke! Ja, cool, danke schön! Bitte! Gerne. Schöne Weihnachten! Schöne Weihnachten! Oh, hey, oh, hey, oh, du willst auch, wenn ich jetzt noch keinen Bart anhab. Wenn das für dich okay ist. Schatz, ich bin. Jetzt freut dich, Schatz, ich bin froh, ja, wenn ich am Mittag wieder mit dir zusammen bin. Nee. Na mach doch mal, das ist doch nix. Haut rein, schaut rein und macht es, jawohl. Ist da irgendwas? Jawohl. Danke. Das ist für Weihnachten. Danke. Dankeschön. Bitte schön. Danke. Ah, die Bullen, scheiße. Ja, lass doch die Bullen sein. Ey, seid ihr aber Füßmann mit Weihnachten. Ha? Extra für ein Musikvideo, ja, einfach nur, dass wir Leute YouTube, filmen, wie die halt einfach was rausnehmen. Ja. Wenn es für euch okay ist. Ihr also müsst es auch nicht behalten, wenn ihr nicht wollt. Ihr könnt es auch wieder einschmeißen. Oh, was Süßes. Das haut rein, ja. Und ein Geil. Gerne. Bitte. Schöne Weihnachten. Halt in den Sack rein, Meister.
Ach so. Ja, Mann, für Weihnachten. Vielen Dank. Ja, bitte. Und gleich bald auch. Hier die junge Dame. You can take. Yeah. You can take. Yeah. It's for free, it's for Christmas, you know, Christmas. Christmas. Can I have a picture with you? What? Can I have a picture with you? Yes, of course. No. Hau mal was! Ist noch was drinnen, Alter! Why? Mach keine Zeit, Alter! Just a second. Ah! Hä? Seht's schon leer oder was? It's empty! Yeah. It's empty! Yeah. It's empty! But you can, you can make a picture, no? Yeah. Oh, yeah! You want to come, Venkat? Are you from India or Venkat? Haut rein, Alter, jawoll! So, theoretisch haben wir jetzt alle Sachen verteilt. Ich weiß nicht, wie der Ispo das gemacht hat. In der halben Stunde, wo ich den C-Day gestreamt habe, ist er mit seinem Sack hier durch die Gegend gerannt und hat jedem hier was aufgebrummt. Das ist das Einzige, was noch da ist. Aber nur, weil es runtergefallen ist. Hannes hat alles gefilmt. Ja, Ehrensache. Ispo hat jeden voll gelabert mit seinem Seemobs-Mund. Let's drink something. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht Richtung Kerry wandern und vielleicht noch als Weihnachtsmänner einen Döner essen, auch fürs Video, weil wir waren jetzt schon Donnerstag dort, wir waren Freitag dort, müssen wir Samstag auch noch hin. Let's drink something. Ich finde das geil, Alter. Ich finde das so genial. Ich finde das. Häng dich halt nicht so weit hin. Da ist er. Der Dicke. Der dicke Weihnachtsmann. Bleib stehen, Alter. Filmst du? Ja, ja, natürlich film ich. Hey, ich film mich. Nein, film uns nicht. Was? Was hast du gesagt? Der Weihnachtsmann lässt die Bierflasche fallen, das ist geil. Was lässt der fallen? Die Bierflasche. Wer? Der Weihnachtsmann. Wer ist das denn? Der Weihnachtsmann? Der lässt die Bierflasche fallen? Ja! Hä? Ja? Also, total. Den Film kenne ich ja noch gar nicht. Ich auch nicht. Gibt's den auf Netflix? Ja, glaube ich auch. Oh mein Gott. Der neue, den ja, hab ich ja noch total gar nicht gesehen, den muss ich mir auch mal reinziehen. Das ist ja der Weihnachtsmann lässt die Bierflasche fallen. Wenn ihr den kennt, gell? Der Weihnachtsmann lässt die Bierflasche fallen. Ja, guckt mal auf Netflix, schreibt's mal in die Kommentare, ne? Guck. Auf jeden Fall. Den hast du auch schon zweimal geguckt, oder? Auf jeden Fall. Den guckst du ja noch ein drittes Mal. Ja, und ein viertes Mal auch noch. Das wird die Weihnachtstradition immer. Genau, das wird jedes Jahr dasselbe. Ich schaue mir jedes Jahr an. Wenn er schon wieder filmt, da muss ja erst alles passen. Jetzt gehen wir zur Kirmes. Zur Kirmes. Warte, jetzt, pass auf, jetzt. Wir gehen zur Kirmes. Auf jeden Fall. Jetzt, pass auf, jetzt sind wir das da. Ist, gehen wir mal das Ding. Jetzt das Ding her. So, jetzt guck mal da. Wir gehen zur Kirmes. Da sind wir da. Da sind wir dabei. Das ist Kirmes. Gerne mit. Hopp. Gib dir gleich hier. Erwin. Hopp. Ismo. Wow, wie schön. Umstieg zur U4. Warte. Change here for U4 and U5. Junge, du ziehst mir hier den Bart aus dem Gesicht. Das ist der Hannes. Das ist der Ramon, jawohl. Das ist wo. Guck, das sind Hannes seine Schuhe. Mach das mal aus. Mach das ein bisschen fürs Video. Das ist der Iswo. Ho, ho, ho. So, und was braucht der Weihnachtsmann, wenn er natürlich wieder mal auf der Durchreise ist? Natürlich schön Curry-Imbiss-Döner. Schön Chili-Cheese-Döner vom Curry-Imbiss. Das heißt, wir sind schon wieder da am nächsten Tag. Guck da, so, der Iswo ist schon fertig. Bam. Der hat nämlich sein hier, das ist der original schöne Curry Döner, Classic. Kein Chili Cheese, aber Classic. Guckt euch das an, wie die Visage frisst. Ne? Das sieht gut aus. Der Hannes nimmt sein Porzöne und zieht sich auch rein mit afrikanischer Soße, weil das ist wichtig. Ja.
Das ist so toll, weil es wirklich schießt, dass wir jeden Tag hierher dürfen. Solange wie wir hier sind, dürfen wir hier kostenlos essen. Wir wollten eigentlich eh 3 Tage am Stück hierher. Und jetzt haben wir die letzten 2 Tage schon kostenlos Essen bekommen. Ja, herrlich. Ich hau mir den natürlich auch mal hier runter. Möchte auch jetzt mal reinbeißen für euch. Ne? Guckt mal, schön voll beladen, wie der ist. Finde ich echt genial. Der Carrie-Mann ist an sich nicht da, die Carrie-Frau ist da, aber jetzt muss ich mich nochmal korrigieren. Die Carrie-Frau ist nicht die Frau vom Carrie-Mann, das ist nur eine Mitarbeiterin, also das ist nicht Mann und Frau, sondern es ist eine Mitarbeiterin. Das heißt, ihr könnt gerne her und könnt noch einen Heiratsantrag machen, ne? Wenn das nicht der ist, wo der Hannes schon gemacht haben. Und deswegen werden wir jetzt hier schön in den Döner reinbeißen, denn das ist so frisch, so lecker. Ich würde am liebsten, wenn ich hier wohnen würde, würde ich jeden Tag hierher gehen und jeden Tag hier essen. Das Brot knuspert auch immer so. Alter, das war wieder mal so gut. Immer beim Curry-Imbiss. Ne? Eben kam schon draußen der Bruder raus. Der Bruder vom Curry-Imbiss-Besitzer. Hat auch Hallo gesagt, alles hin und her. Hat sich vorgestellt. So eine coole Sache. Haben gesagt, immer wenn wir die Möglichkeit haben, kommen wir hierher. Essen das. 3 fette Döner. Der isst wohl mit seinem Classic-Döner. Der hat gerade noch von meinem probiert gesagt, ah, der ist aber schon scharf, ne? Aber es hat geschmeckt, Alter. Ja, wirklich, ich empfehle euch, wenn ihr mal in München seid, kommt mal her. Also das war schon scharf, aber das war schon richtig geil. Also, Curry Imbiss, Alter. Meine Fresse brennt, aber das war schon geil, Alter. Das war schon, also, richtig Geschmack ist da, ja, Mann. Mein Lieblingsdöner, Mann. Wenn ich irgendwo, wo ist dein Lieblingsdöner? Ich würde immer sagen, Curry Imbiss München mit dem Chili Cheese Döner. Schön den Käse in den Rand reingelegt, Scheibletten, dann schön Jalapenos bei. Jetzt haben sie die afrikanische Soße, die noch mal schärfer ist. Wir ziehen jetzt mal los, müssen wir noch Bier besorgen, ne? Morgen kommt der Erwin, das heißt, wir müssen uns heute total vernichten, damit wir gar nicht mehr merken, dass der Erwin morgen da ist. Alter, wir haben ihn gefunden, der Suchti. Ah! Guck dir das an. Suchti gefunden! Ich hab's schon immer gewusst, das schmeckt einfach so gut. Einfach auf die Straße und drauf treten, fertig. Dann ist die Geschichte fertig. Mit wem redest du da? Ja, mit dem Suchti-Berater. My name is Johnny Knoxville and this is a Isbo Bump. Ach, filmst du jetzt oder was? Ja. Ja. Okay. So, der Isbo hat jetzt Bier eingekauft. Hier habt ihr es Löwenbräu. Hier habt ihr es Schuldenbräu. Hier habt ihr es Spatenbräu. Und hier habt ihr es Münchner Bräu. Und hier habt ihr es Nürnberger Bräu. Hannes. Was willst du mit so viel Bockwürste? Da ist es Hannes Bräu. Das ist Weißwursch. Weißwürste. Das ist das Isbo Bräu. Und der soll mal ein bisschen mehr Bier einpacken. Was will der mit den ganzen Würsten da? So, und morgen ist ein ganz spezieller Tag. Das heißt, morgen kommt der Erwin. Deswegen haben wir jetzt hier für den Isbo noch eine Pizza mitgenommen. Wir wollten eigentlich die Diavolo, aber das ist hier diese fette Steinofenpizza. Schinken mit dem Isbo drauf. Guck, hallo, bin der Isbo. Dann ist hier morgen von Erwin, haben wir hier die Steinofenpizza Gemüse mit dem Erwin drauf. So macht er nämlich immer. Und dann, weil der Erwin noch ein Bier wollte, hat der Isbo jetzt noch ein Bier mitgenommen hier von Erwin. So, ein Bier von Erwin. Das ist jetzt hier das, was der Erwin morgen noch für sich, damit er auch mal ein Bier trinken kann. Ist es auch das mit Alkohol? Check da nochmal nach. Dir die Ohren. Guck mal nach. Guck dir die Ohren an. So, der Isbo hat jetzt die geniale Idee gehabt. Wir tragen erstmal die Palette Spatenheim. Für den Erwin. Für den Erwin.
Weil der Erwin morgen nämlich dann irgendwie kommt. Weihnachten. Aber kein Bier. Aber für uns. Der Iswo möchte jetzt gerne nochmal in Rewe beim Hannes vorm Haus. Möchte gerne nochmal einen Jägermeister holen. Nee, halt mal, du musst. Damit man den sich mal reingucken kann. Ich muss sagen, wie die Inder, Alter. Wie denn? Jägermeister belebt die Geister. Die Geister. Lieber Jägermeister belebt die Geister. Jägerspaden können da fladen. Ja, guck mal, der lacht auch schon. Ja, der lacht alles wie die Nacht. Gut, dann gehen wir jetzt in Rewe und holen noch Jägermeister für den Desaster. Ich bin der Gesto, ihr seid die Zuschauer. Und das ist die Bierpalette. Vom Iswo. Jägermeister belebt die Geister. Das ist der Hannes. Der fliegt im Zug durch die Gegend. Ja. Guckt euch das an. Das ist die Bierpalette. So. Die scheiß Maske. Dann hier. Scheißgürtel. Die Scheißmütze. Nur ein Drecksbart. Aber jetzt. Jägermeister! Ja, Mann, also Palona Spezi am Start. Videodreh war erfolgreich. Und jetzt geht's zum Jägermeister und chillen mit Wrestling und Ramses und Hannes. Peace. Peace. Scheiße, jetzt haben die den Jägermeister gefangen genommen. Guck, da ist der Jägermeister. Und da ist der Hot Button, Alter. Iswo, zeig schon mal. Scheiße, die wissen, wo wir sind. Wir müssen weg. Einmal so Jägermeister bitte, den großen. Hey, du hast doch heute Morgen bei der Post gearbeitet, oder? Nee, das war meine Schwester. Ach so. Ich bringe es da vorne an die Kasse, sagen wir mal. Alles klar. Danke, ciao. Scheiße, die säuft den jetzt selber. Wir kriegen keinen mehr. So, der Iswo ist total betrunken und hat gesagt, er möchte noch einen Super Slap Slaps. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir machen einfach mal einen Suplex hier in die Wiese. Ne? Okay, bereit? Du musst ja auch nichts sehen. Oh. Hannes, wir wissen, wo dein Auto steht. Super Slap Slap, sitzt auch für zu Hause. Und jetzt erstmal Jägermeister. Ah. Ja, dann schenken wir bitte hier rein. Dann sag halt vorher was. Hallo. Wann denn? Vom Rewe hat das Zeug dann. Das weiß ich doch nicht mehr. Jetzt eben, bevor du sie geholt hast, habe ich es auch gesagt, ja. Junge. Ich habe es 3-4 Mal gesagt. Ja, das ist alles daneben, das müssen wir nochmal neu machen. Hannes, trink mal nochmal ein, das müssen wir nochmal neu machen. Das ist alles verschüttet. Bist du bescheuert, Alter? Dann konnte ich dir vor die Füße, aber eiskalt, das garantiere ich dir. Das müssen wir nochmal neu machen, jetzt hier alles versaut. Neu, Mann. Ein Schleck auf, Mann. Ich trinke jetzt mal ein, weil das ist das Ende vom Vlog, deswegen sage ich jetzt nicht mehr Prost Iswo. Halt mal, warte mal. Dann sage ich es im Prost Hannes. Prost. Ja, danach Prost trinken wir noch einen, alles klar. Prost Hannes, und deswegen egal. Schlüpft euch neu auf die Dicken. Das ist Ende von Tag, keine Ahnung. Das war eigentlich der Samstag. So, peace out, Vorhaut. Geht besser als Wodka.